Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Donnerstagabend im zweiten deutschen Fernsehen. Das sind unsere Gäste und hier ist unser Thema. In einem waren sich alle schon vorher einig, so kann es nicht ewig weitergehen. Gestern haben Bund und Länder nun beschlossen, welche Regeln zur Corona-Bekämpfung gelockert werden. Bis zum 3. Mai bleibt Zeit, um diese überschaubaren Beschlüsse auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Aber schon jetzt ist klar, nicht alle Pläne werden auf, nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Denn der Spielraum, den das Coronavirus lässt, ist nicht sehr groß. Konsequent gegen Corona können wir schon locker lassen? Das fragen wir uns und diese Gäste. Christian Lindner, der FDP-Chef, findet, in Handel, Gastronomie und Bildung wäre etwas mehr Öffnung denkbar gewesen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, sagt, wer zu früh lockert, riskiert den Rückfall. Ranga Yogeshwar, für den Wissenschaftsjournalisten ist klar, mit einer intelligenten App ließen sich Infektionsketten frühzeitig unterbrechen. Christiane Hoffmann vom Spiegel sagt, man darf den wirtschaftlichen Schaden gegen Menschenleben abwägen. Und Christian Drosten, der Virologe, weiß, im Moment geschehen die meisten Übertragungen in Privathaushalten. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie noch mal ganz herzlich hier in der Runde in, wie immer, dem gebotenen Abstand. Ja, liebe Zuschauer, gestern haben tatsächlich alle mit Spannung die Entscheidungen der Politik abgewartet. Und jetzt weiß man schon mal, dass es so etwas wie einen Fahrplan gibt und ein Stückchen mehr Freiheit. Es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das Eis ist dünn. Einen Rückschlag erleidet, wenn wir zu viel riskieren. Wir haben auch nicht viel Spielraum. Das war's mit der Lockerung. Gastronomie, Hotels, Bars und Clubs bleiben geschlossen. Geschäfte unter 800 Quadratmeter dürfen ab Montag, Schulen schrittweise ab 4. Mai öffnen. Dann darf Mami auch wieder zum Friseur. Alles unter Einhaltung strikter Hygienevorschriften. Und die Politik vollzieht eine 180-Grad-Wende bei Masken. Binnen 4 Wochen von nützen nichts zu dringend empfohlen. Die Kernbotschaft: Alles bleibt anders, denn schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze. Wie auch immer, das Lob der Regierenden für die Regierten. Ich finde, dass wir den Bürgern und Bürgern dieses Landes sehr dankbar sein können. Lässt eine Vorahnung zur Gewissheit werden. Normalität kommt so bald nicht wieder. Sie wird gerade umdefiniert. Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die nicht kurz sein wird. Markus Söder ist uns zugeschaltet aus München, heute Abend der bayerische Ministerpräsident. Herr Söder, glauben Sie, dass jetzt jeder Bürger eigentlich weiß, was ab dem 4. Mai auf ihn zukommt und was er bis dahin noch schleunigst tun muss? Ich glaube schon, dass die Menschen es wissen, denn sie haben ja auch in den letzten Wochen sich großartig verhalten. Die Veränderung bei den Verhaltensregeln hat funktioniert. Das gesamte Konzept, das wir in Deutschland auf den Weg gebracht haben, hat auch seine Wirkung entfaltet. Wir hatten ja noch vor einigen Wochen ganz andere Infektionszahlen, ganz andere Kennzahlen. Wir haben uns hier ausführlich beraten und wenn man mal vergleicht, wie es in anderen Ländern ist nach wie vor, welche dramatischen, chaotischen und auch zum Teil Horrorsituationen wir da erleben und auch über die Nachrichten jeden Tag bekommen, dann finde ich, haben wir in Deutschland konsequent und richtig reagiert. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir diesen Weg fortsetzen, aber eben in einem Prozess, dass wir dort erleichtern, wo es möglich ist. Aber solange es keinen Impfstoff gibt und solange es kein absolut wirksames Medikament ist, ist die Vorsicht geboten. Das Gesundheitssystem hält jetzt.
Und wir sollten es auf keinen Fall überfordern. Also ich bin, das darf ich nochmal sagen, der Bevölkerung sehr dankbar, auch dem Rat der Virologen. Das war eine sehr, sehr engmaschige und auch eine sehr enge Beratung, die, glaube ich, Wirkung gezeigt hat. Über den Streit, den es da unter Garantie unter den Ministerpräsidenten gegeben hat, sind Sie nachträglich in der Presse hinweggegangen und vor den Kameras. Heute haben Sie Ihre Maßnahmen ein bisschen gelockert, auch im Sinne dieser Einigkeit und der Einheitlichkeit? Nein, im Wesentlichen wegen der tatsächlichen Verbesserung der Zahlen. Wir haben ja auch in Bayern, obwohl wir mit die höchsten Infektionszahlen haben, auch aufgrund der Nähe, auch die wir zu Österreich einfach haben, Baden-Württemberg hat eine ähnliche Situation, haben wir in den letzten Wochen wirklich die Zahlen deutlich verbessert erreicht. Wir haben die Infektionszahlen massiv gesenkt, wir haben die Verdoppelungszahlen deutlich erhöht, wir haben die Reproduktionszahl unter 1. Und das sind alles Kennzahlen, die es erlauben, vorsichtig und auch vernünftig und umsichtig Erleichterungen zu machen. Deswegen tun wir das. Mhm. Es ist übrigens auch notwendig und deswegen gibt es keinen Streit unter dem Ministerpräsidenten. Es gibt ein Abwägen. Das Infektionsgeschehen ist in einigen Ländern anders. Dort habe ich auch Verständnis, dass man schnell erleichtern will. Ich möchte lieber auf der vorsichtigen Seite sein, denn ein Rückfall, wenn er denn passieren sollte, wenn das Risiko bestehen könnte, dass wir wieder in die Zeit zuvor kommen, dann wird weniger Verständnis, weniger Geduld bei der Bevölkerung sein. Und deswegen bitte keine ungeordnete Exit-Strategie, sondern eine klug abgewogene Möglichkeit des Fortsetzen, Erleichterns zusammen und parallel mit entsprechenden Schutzauflagen in Verbindung zu setzen. Ich bin hoffnungsvoll, ich bin optimistisch, dass das für Deutschland ein Weg sein kann. Aber noch einmal, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bei uns ist Christian Lindner, der Parteivorsitzende der FDP. Die FDP, Herrn Lindner, regiert in Nordrhein-Westfalen zusammen mit Armin Laschet. Und der Ministerpräsident hat für wesentlich schnellere Öffnungen plädiert. Sie haben irgendwie zwischendurch mal von Maulkörben gesprochen. Glauben Sie, die Bundeskanzlerin hat den Ministerpräsidenten da Maulkörbe verpasst? Die Bundesregierung wollte lange nicht über die Strategie zur Öffnung sprechen. Aber wenn wir in der Sache uns anschauen, wie die Lage ist, die staatliche Verantwortungsgemeinschaft, also Bund und Länder, Bundestag und Bundesregierung, haben parteiübergreifend sich für eine Strategie entschieden, das Virus einzudämmen. Und dafür sind massive Grundrechtseinschränkungen vorgenommen worden. Und das ist zunächst einmal ein Zeichen der Handlungsfähigkeit unseres politischen Systems. Wenn wir das vergleichen mit dem, was uns sonst international geboten wird, ich glaube, können wir gemeinsam auch erkennen, dass wir schon in einem Land sind, das eine funktionierende Demokratie ist in so einer Krisenphase. Nun muss man aber schauen, wie sich die Lage eben verändert nach einigen Wochen. Markus Söder hat davon gesprochen, dass in der Tat die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, die Reproduktion unter 1. Wir haben alle einen Crashkurs in Sachen Hygiene gemacht. Ich glaube, dass die Sensibilität bei den Menschen in der Breite viel höher ist als in der Vergangenheit. Wir haben im Gesundheitssystem neue Kapazitäten. Es wird öfter getestet. Wir sind dabei, das Versorgungsproblem bei den Schutzmasken Gott sei Dank zu lösen. Und deshalb kann man neu bewerten. Und in der Tat, wir sind der Auffassung, dass man im Bereich Handel, im Bereich Gastronomie und im Bereich der Bildung mehr tun kann. Und das Kriterium, was mich nicht überzeugt, ist etwa, im Handel an der Fläche von 800 Quadratmeter die Öffnung festzumachen oder zu sagen, ein Autohaus darf öffnen, ein Möbelhaus aber nicht. Und die Bundesregierung stützt sich ja auf das Gutachten der Helmholtz-Gesellschaft. Und einer der Autoren, Professor Krause, teilt unsere Kritik. Er sagt, entscheidend muss sein, kann Hygiene gewährleistet sein. Und da ist nicht die Größe des Geschäfts entscheidend, sondern der Abstand zwischen den Kunden, ob die Beschäftigten im Service eine Maske tragen. Also ein smarter Weg würde jetzt wechseln von massiven Maßnahmen für alle hin zu stärkerer Hygiene im Alltag für alle. Und dann hätte ich mir lieber eine Diskussion über eine Maskenpflicht in Deutschland gewünscht, als weiter diese merkwürdigen Branchenunterscheidungen, die man gar nicht sauber erklären kann. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ich begrüße sehr herzlich vom Spiegel die Korrespondentin Christiane Hoffmann. Sie haben, Frau Hoffmann, natürlich alle Beteiligten weisen das mit Abscheu und Empörung von sich. Aber der Zuschauer konnte schon das Gefühl haben, dass es da ein Fernduell zwischen Düsseldorf und München gibt. Glauben Sie, dass das jetzt vorbei ist?
Nein, das glaube ich nicht. Das wird sich fortsetzen, denn wir werden diese Diskussion ja monatelang noch weiter haben. Und das ist ja auch richtig so. Das kann nicht anders sein. Aber selbst in diesen Zeiten bleibt Politik natürlich Politik. Und da gibt es eine erkennbare Konkurrenz zwischen dem CSU-Ministerpräsidenten von Bayern und dem mächtigsten CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und ich habe schon den Eindruck und nehme das auch sehr ab, dass es in erster Linie jetzt mal um die Sache geht. Aber das lässt nicht vergessen, dass es einen Machtkampf oder einen Kampf um einen Profilierungskampf nach wie vor in der Union gibt, um die Zeit nach dem Ausscheiden von Kanzlerin Merkel, wer dort welchen Einfluss haben wird und natürlich auch um den Parteivorsitz der CDU. Und das spielt erkennbar auch bei dieser Auseinandersetzung eine Rolle. Immer eine Rolle. Ranga Yogeshwar ist bei uns, Wissenschaftsjournalist, Physiker und Moderator. Ranga, über manche Ideen und manche Empfehlungen der Experten hat sich die Politik gestern tatsächlich hinweggesetzt. Das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, mal unabhängig davon, wie hart es erkämpft und erstritten wurde, was da jetzt auf dem Tisch liegt, ist in Ihren Augen okay und alltagstauglich? Ja, und ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, wenn man genau zugehört hat, es hat ein Wandel stattgefunden. Es war noch ein paar Tage vorher so, dass ein Großteil auch der politischen Vertreter, auch natürlich der Bürger, das Gefühl hatte, okay, wir haben vielleicht ein Frühjahr, ja, was nicht so tolle ist, Ostern, aber danach wird alles gut. Ich glaube, jetzt ist wirklich vielen klar geworden, das hier ist nicht eine kurze Nummer. Das hier wird etwas sein und wir reden jetzt wirklich Ende des Jahres, vielleicht sogar ins nächste Jahr rein. Das Zweite ist, dass bei all den Zahlen, und das hat mich sehr erfreut, wirklich gestern klar wurde, da hat man einiges verstanden. Also plötzlich war die Reproduktionsrate als ein entscheidender Faktor genannt. Im Fokus. Mhm. Und genau das ist im Grunde genommen das Steuerungselement. Denn was man sich klar machen muss, ist, wir haben eine Situation, wenn man das mal so bildhaft beschreiben würde, es ist wie ein völlig durchgedrehtes Auto, bei dem ich das Gaspedal nur ein bisschen drücke, ja, und schon beschleunigt es wie verrückt. Und ich habe noch das Problem, dass sogar mein Tachometer verzögert anzeigt. Das heißt, wir fahren hier in einer Situation, die extrem schwer zu steuern ist. Und das ist der Grund, warum man zumindest wissenschaftlich wissen muss, es gibt einen Puffer, der uns etwas erlaubt. Und noch sind wir, und das war das, was gestern gesagt wurde, wirklich an der Grenze zu etwas, was immer noch sehr schnell ganz anders werden kann. Ein kleines Zeitfenster. Christian Drosten ist bei uns, der Chef-Virologe der Charité hier in Berlin. Herr Drosten, ein Mensch steckt momentan ungefähr einen Menschen an. Dieser berühmte Reproduktionsfaktor, den die Bundeskanzlerin da erklärt hat, der wird wahrscheinlich Unwort des Jahres oder auch Wort des Jahres, weiß man noch nicht. Würden Sie sagen, das ist nachvollziehbar und richtig, sich jetzt vollständig auf diesen Reproduktionsfaktor zu konzentrieren? Und hat die Bundeskanzlerin das richtig erklärt? Das hat sie natürlich richtig erklärt, Reproduktionszahl. Was man interessanterweise daran auch sieht, ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Bundesländern und die Möglichkeit, dann auch lokal vielleicht zu steuern. Wir müssen da vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber wir sind schon nicht so schlecht im Berichten über diese Zahl. Man sieht das zum Beispiel in Hongkong wirklich tagesaktuell. Also da werden kann jeder in der Bevölkerung sich jeden Tag anschauen, wie gerade die Reproduktionszahl ist. Wir müssen noch ein bisschen mehr in die Richtung kommen, aber es geht schon ganz gut in die richtige Richtung. Und ich glaube, dieses Prinzip ist nicht schlecht, dass man da auch eben noch mal an einem anderen Wert als nur an dieser reinen kumulativen Fallzahl sieht, wie die Bundesländer unterschiedlich sind. Mhm. Und man wird da auch dann sehen, ich weiß gar nicht, ob ich das bewerten soll, ob ich sagen soll leider oder zum Glück, keine Ahnung. Aber man wird sehen, dass sich die Bundesländer dann auch angleichen. Ah, okay. Also dass Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nicht bei diesen jetzt noch sehr positiven Zahlen bleiben wird? Das wird zwangsläufig sich verwischen, diese Unterschiede. Und es wird auch andere Unterschiede geben, andere Entwicklungen. Und die darf man jetzt im Moment nicht außer Acht lassen. Es ist nicht egal, ob ein 30-Jähriger den nächsten 30-Jährigen infiziert oder ein 70-Jähriger den nächsten 70-Jährigen. Mhm. Und weil ja die Fallsterblichkeit da in diesen Altersgruppen viel höher ist.
Und auch da ist es so, dass das, was eingetragen wurde in die deutsche Bevölkerung, erstmal in den eher jüngeren, erwachsenen Altersgruppen stattfand. Das liegt nicht nur an den Skifahrern, aber auch. Und auch da werden sich die Unterschiede verwischen. Das heißt, wir werden bei gleicher Fallzahl, bei gleicher Infektionstätigkeit dennoch ein Abrutschen auch in die älteren Altersgruppen kriegen. Und das hat jetzt nichts mit zum Beispiel Seniorenwohnheimen zu tun, wo es Ausbrüche geben wird, die noch dazukommen, sondern einfach auch, das ist ein natürlicher Verwischungseffekt. Und das wird natürlich dazu führen, dass schon auch nochmal schwerere Fälle gesehen werden. Also unsere, wie andere Länder ja finden, beneidenswert niedrige Sterblichkeit, die wir in Deutschland haben, die wird nicht immer so bleiben. Ist das Eis so dünn wie beschrieben? Also für die nächsten 3 Wochen gucken wir jetzt erstmal noch. Es bleibt ein Gros der Maßnahmen bestehen. Und kann man dann ab dem 4.5. auf der Basis welcher Erfolge eigentlich über weitere Lockerungen nachdenken? Wie dünn ist das Eis, auf dem wir gehen? Naja, die Zeit bis zum 4.5. ist natürlich nicht lang. Also da kann man jetzt vielleicht noch nicht so viel sehen. Man sieht vielleicht mal den Effekt des Osterwochenendes, ob da vielleicht ein bisschen mehr eingestreut wurde. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass das viel ausmachen wird. Aber es ist natürlich gut, dass da jetzt noch ein bisschen mehr Vorlauf ist für bestimmte Gegenangebote, die man da vielleicht der Natur machen kann. Mhm. Wenn man sagt, wir wollen da ein bisschen was lockern, dann wollen wir da vielleicht aber mehr ins Detail gehen, zum Beispiel über ein elektronisches Fallverfolgungssystem, das, wie ich finde, wirklich Hoffnung macht für die allernächste Zeit, also als direkte Maßnahme abseits von Träumen von Impfstoffen und Medikamenten. Klar, also wir haben eigentlich immer noch 2 ganz wichtige Konditionen, die auch alle Experten immer nennen. Das ist zum einen die substanziellen Tests, also wie substanziell sind unsere Daten, und zum zweiten können wir erleichtern zu präzisen Infektionsketten zu kommen. So, und auf der Basis all dieser Dinge, die wir auch nachher noch mal ein bisschen ausführlicher erklären und besprechen werden, Herr Lindner, die Frage jetzt, sollen also kleinere Geschäfte öffnen dürfen? Das ist eine der Maßnahmen von gestern, eine der Lockerungen von gestern. Bis 600 Quadratmeter ist gesagt. Einzelhandel 600, Entschuldigung, was hat 800, nicht 600. 800 Quadratmeter sind gesagt. Kleinere Geschäfte, wie viele große haben sich schon bei Ihnen beklagt darüber, dass sie das eigentlich viel besser können? Hygienemaßnahmen liefern, leisten? Das sagen die Verbände. Ich spreche eher mit den kleineren Mittelständlern, den inhabergeführten Betrieben, die sich melden. Gerade heute eine junge Frau, die sich im letzten Jahr selbstständig gemacht hat mit einem Café. Und die eine Klage geführt hat über ihre Situation, die mich auch sehr betroffen gemacht hat. Mhm. Und wo ich feststellen kann, gesundheitliche Risiken gibt es nicht nur aufgrund von Viren. Gesundheitliche Risiken kommen auch aus der Seele, wenn Menschen nämlich Angst um ihre Existenz haben. Ich will einen Satz vielleicht noch aufgreifen. Wir sprechen über Lockerung oder Exit. Und da könnte bisweilen der Eindruck entstehen, es gäbe die Absicht, jetzt im Mai oder Juni in den Status zurückzukommen, den wir im Februar hatten. Mhm. Lockerung, also dann geht es irgendwie wieder zurück, wie das Leben davor war. Davor warne ich. Sondern was wir ja erreichen müssen, ist, dass wir ein Leben in der Gesellschaft, übrigens auch in der Wirtschaft, erreichen mit Corona. Vielleicht noch viele Monate. Ich habe eine Harvard-Studie gelesen, die bis zum Jahr 2022 ein Infektionsgeschehen vermuten. Sollen wir das in dem Status wie jetzt weitermachen? Und deshalb muss die Debatte doch dahin gehen, auch mit der versammelten Expertise von Virologen und anderen. Wie können wir die Reproduktionsrate unter 1 halten? Den Indikator akzeptiere ich. Aber wie können wir gleichzeitig intelligenter auch Leben ermöglichen? Da mache ich ein paar Vorschläge. Also nicht ein Geschäft einfach öffnen wie im Februar, aber ob es jetzt ein großer Laden ist, ein Möbelhaus oder ein kleiner Laden, das ist doch nicht entscheidend für die Infektionsgefahr, sondern nur wird beschränkt die Zahl der Menschen pro Quadratmeter Fläche. Gibt es Desinfektionsmöglichkeiten schon beim Eintreten? Werden die Menschen im Service regelmäßig getestet? Werden da Schutzmasken verlangt? Und weiteres mehr, also mit solchen Maßnahmen, über die wir sprechen müssen, wird ein Leben in Freiheit mit Gesundheitsschutz vereinbar. Mhm. Und wenn wir dann, der letzte Gedanke, weil Professor Drosten das ansprach, wenn wir dann mal
unsere digitalen Defizite beseitigen. Mir wird berichtet, dass Gesundheitsämter die Berichte faxen im Jahr 2020. Wo ist denn die vielversprechende Corona-App, die Infektionsketten nachvollziehbar machen soll? Google und Apple arbeiten zusammen, die gehen voran. Israel macht Fortschritte. In Deutschland passiert nichts. Kein Vorwurf an die Regierung im Speziellen. Aber wir haben größte Defizite im Bereich der Digitalisierung in unserem Land, die dazu führt, dass Gesundheit und Wirtschaft nicht so geschützt werden können. Die Fragen geben wir jetzt der Reihe nach weiter zu Markus Söder. Erste Frage, wie ist man gestern in dieser Runde, Markus Söder, eigentlich auf die 800 Quadratmeter gekommen? Groß gegen klein. Ja, letztlich ist das auch eine Kompromissfrage gewesen. Ich wäre für weniger gewesen, die Kanzlerin übrigens auch. Einige waren ja für totale Öffnungen an der Stelle. Ich glaube, das ist ein Kompromiss, weil es geht nicht nur, wie Christian Lindner meint, um den individuellen Betrieb, sondern es geht auch das, was man insgesamt auch an Verkehr, an Bewegung drumherum anzieht. Je größer die Einheiten sind, darum sind zum Beispiel die ganz großen Möbeleinrichtungen schon sehr skeptisch zu bewerten. Das sind auch Eventveranstaltungen, solche großen Unternehmen. Da glauben wir, dass es schon ein erhebliches Problem werden kann. Es kommt ja auf die Zeitachsen an, in denen wir jetzt arbeiten. Wir müssen ja verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Auf der einen Seite das Hochfahren, das weitere Hochfahren des Gesundheitssystems. Da teile ich die Auffassung, was die Apps betrifft. Das wäre ein wichtiger Beitrag, ganz wichtig. Das machen noch nicht alle Bundesländer. Die Gesundheitsämter hochfahren. Wir haben jetzt in Bayern 4.000 zusätzliche Kräfte ausgestattet, um die Gesundheitsämter zu stärken, um die Nachverfolgung zu verbessern. 650 Teams werden da gebildet im ganzen Land. Wir müssen die Testreihen deutlich massiv erhöhen. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt die Testkapazitäten massiv ausgebaut, um auch da die Nachverfolgung zu erreichen. Also das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist eben bei den Geschäften. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich würde gern den vorsichtigeren Weg weitergehen und da nichts überstürzen. Das ist jetzt ein Kompromiss. Wir machen es auch in Bayern später. Ich sage das ausdrücklich. Wir machen es später, obwohl wir parallel auch einen riesigen Finanzschirm gespannt haben von allein in Bayern 60 Milliarden Euro für die Unternehmen. Also wir machen alles sozusagen in einer komplexen gemeinschaftlichen Betrachtung. Nordrhein-Westfalen macht die Möbelhäuser auf, sagt Herr Lindner gerade noch mal. Eine Frage jetzt zum Prozedere. Das fragt sich jeder, Herr Söder. Wie will man organisieren, ob diese ganzen Hygienemaßnahmen, die ja die Regierung zu einem Konditium gemacht hat, ob die eigentlich auch wirklich eingehalten werden können? Also natürlich muss dafür jetzt jeder vor Ort sorgen. Und die Experten kennen sich da sehr gut aus. Aber kontrolliert das irgendjemand? Verfolgt das jemand? Selbstverständlich. Also das ist ja die entscheidende Frage. Wir können ja nur die Strategie am Ende zu Erfolg führen, wenn wir die Auflagen, die verbunden sind mit den Erleichterungen, auch kontrollieren. So war es ja auch bislang bei Kontaktsperre und bei Ausgangsbeschränkungen. Das haben manche Bundesländer etwas intensiver gemacht, andere etwas leichter vielleicht gehandhabt. Aber im Großen und Ganzen hat man das in Deutschland einheitlich gemacht. So hat man ja auch Gastronomen, die doch aufmachen wollten, obwohl es verboten war, auch mit empfindlichen Ordnungsmaßnahmen belegt. So wird es da genauso sein. Darum bin ich auch fest Überzeugung, bin da sogar ein bisschen in die Richtung wie der Christian Lindner. Ich hätte mir eine Maskenpflicht schon vorstellen können. Jetzt haben wir ein Maskengebot, also einen Mund-Nasen-Schutz als Gebot entwickelt. Wenn das nicht eingehalten wird, wir werden das kontrollieren, dann wird es auch eine Verpflichtung geben müssen. Muss man zu einer Pflicht kommen, damit man überhaupt eben mehr öffnen kann. Frau Hoffmann, es bleibt wahnsinnig schwierig und es ist genau die Phase, in der es wahrscheinlich noch schwieriger ist, als harte Maßnahmen für alle zu entscheiden. Jetzt präzise einige Dinge zu lockern, und zwar für nicht alle, also für weniger. Glauben Sie, wie kann man die Gewinner und die Verlierer, die es automatisch geben wird, wie kann die Politik das ausgleichen? Also beispielsweise auch im Handel. Soll jetzt Amazon besteuert werden? Soll eine Mehrwertsteuer gesenkt werden für den Handel? Wie kann man ausgleichen, dass es Gewinner und Verlierer gibt? Im Moment, glaube ich, ist es zunächst einmal ganz Basis eine Frage der Kommunikation. Ich glaube, diese 800 Quadratmeter sind unheimlich schlecht kommuniziert worden und es ist nicht klar geworden, was eigentlich der Grund ist, warum die Grenze da gezogen wird. Und
dass der zweite Punkt ist, dass die Ausdifferenzierung noch sehr viel größer werden muss. Dass man sich wirklich überlegen muss, ich kann verstehen, dass große Geschäfte in den Innenstädten nicht geöffnet werden können, weil sich sonst lange Schlangen bilden würden, die vielleicht schwierig wären. Aber warum ein Möbelhaus am Stadtrand nicht öffnen soll wie ein Baumarkt, dafür gibt es überhaupt keine Erklärung. Und also da erstens ausdifferenzieren, zweitens kommunizieren. Und ich würde gerne noch den Punkt mit den Masken aufgreifen, weil der mir wirklich wichtig ist. Und das halte ich fast für das größte Versäumnis dessen, was jetzt beschlossen worden ist, dass dort, wenn man schon sagt, man will keine Pflicht, und ich verstehe, dass man vielleicht eine Scheu hat zu sagen, wir muten der Bevölkerung schon so viel zu an Einschränkungen und jetzt sollen sie auch noch Masken tragen, obwohl ich persönlich dafür wäre, in bestimmten Situationen wie öffentlicher Nahverkehr, Einkaufen und so weiter. Aber dass man dann, was mir wirklich fehlt, ist die Leidenschaft in der Empfehlung. Ich möchte in derselben Weise, wie dafür geworben wird, dass die Menschen zu Hause bleiben, dass sie sich separieren, soll die Politik und sollen auch Sympathieträger für diese Masken werben. Ich möchte Frau Merkel beim Einkaufen im Ulrich-Schleichwerbung mit einer Maske sehen. So, und da fehlt mir wirklich bisher, abgesehen davon, dass das alles viel zu spät gekommen ist, fehlt mir die Leidenschaft im Einsatz für die Masken. Christian Drosten, kompliziertes Thema. Wenn wir mehr lockern, wenn wir mehr Menschen in die Läden gehen, dann gibt es automatisch natürlich eine größere Gefahr. Umso sehr verweisen alle immer auf die Hygienemaßnahmen, die jeder ergreifen soll. Hilft eine Maskenpflicht? Ich denke, dass eine Maskenpflicht etwas helfen würde. Mhm. Ich kann das nicht quantitativ beziffern, aber es ist klar, es hat jetzt auch in letzter Zeit noch mal neue Daten gegeben, speziell für Coronaviren, die es vorher nicht gab. Also das sind, muss man wirklich sagen, das sind Dinge, die sind in der Woche vor Ostern erschienen. Das hat man vorher nicht gewusst. Und da muss man einfach dann auch mal eingestehen und anerkennen, dass das auch möglich ist, dass man neue Daten bekommt und nicht sagen, vor einem Monat habe ich es doch schon gesagt, ich wusste doch alles besser oder dieser Politiker hat das und das versäumt. Das ist ja Unsinn. Man muss einfach mal vorwärts denken. Mhm. Und zum Vorwärtsdenken gehört jetzt im Moment dazu, dass man sich noch mal klar macht, es darf keine Marktkonkurrenz geben mit dem medizinischen Personal, denn da ist die Expositionssituation mit Masken noch mal eine andere. Da gehören die Masken hin, denen darf man die nicht wegkaufen. Ja. Und jetzt ist doch die Frage, wenn ein Verkehrsbetrieb möchte, dass eine Maskenpflicht eingehalten wird, warum lässt der nicht Textilmasken nähen und verkauft die für 1 Euro im Bus, beim Ticket? Verkaufsstand gleich dabei. Das finde ich total sinnvoll und ich glaube, das ist machbar. Das ist aber nur im Kleinteiligen machbar. Also so nach dem Motto, wirklich der Verkehrsverbund arbeitet mit dem und jemand anderes arbeitet damit. Aber wenn so etwas möglich wäre, dann käme man aus diesem etwas blöden Dilemma raus, dass man sagt, alle müssen im Prinzip Masken tragen, aber es gibt ja gar keine. Und man soll auch nicht dem medizinischen Personal die Masken wegkaufen. Also ein bisschen pragmatische Haltung wäre schon ganz gut an der Stelle. So, und nun gibt es dann auch gleich automatisch neue Besorgnisse. Es heißt immer wieder, dass die Viren sich jetzt doch in der Luft halten und nicht zu schwer sind, um sofort runterzufallen und werden eben über sogenannte Aerosole übertragen. Heißt auch das, dass diese 1,5 Meter Abstand eigentlich reichen oder reichen sie nicht? Müssten wir eigentlich noch mehr Abstand halten? Das sind zwei Komponenten und man sollte da auch jetzt vor dieser Aerosol-Sache nicht zu viel Angst haben. Aber es ist auch eben so, dass da neue Erkenntnisse in letzter Zeit aufgetaucht sind durch aktive Nachuntersuchungen, aktive Studien, die eben gezeigt haben, dass Coronaviren auch in so einen Aerosol-Zustand gehen, und zwar jetzt in messbarer Art und Weise, nicht so wenig, dass das alles nur theoretisch ist. Und das wird eben auch eine Komponente sein. Und jetzt muss man sich das einfach nochmal klar machen, wie das funktioniert. Wenn ich eine feuchte Aussprache habe, kann sich jeder vorstellen, wie das ist. Und da weiß jeder, wenn ich da ein Tuch davor habe, dann verlässt mich das nicht. Aber es gibt eine kleinere Sorte von Tröpfchen, die fliegt eben so 1,5 Meter weit und dann sinkt die ganz schnell zu Boden. Und darum ist diese Abstandsregel genau richtig. Okay. So, und dann gibt es eben unter dieser Größe, Cut-off ist so bei 4-5 Mikrometern, da gibt es eine Sorte von Tröpfchen, die trocknet sofort ein in der Luft und die bleibt dann stehen in der Luft. So, und da kann man natürlich etwas auch machen, nämlich Luftzug oder auch draußen sein. Mhm.
Und da ist zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder an öffentliche Verkehrsmittel denken, wer mal in asiatischen Großstädten war, in Hongkong zum Beispiel, da ist in diesen U-Bahnen, die gestopft voll sind mit Leuten, immer ein Luftzug, ein erheblicher Luftzug, der durch den ganzen Zug geht. Und da könnte man auch mal drüber nachdenken, wie man so etwas herstellt, belüftet. In vielen Alltagssituationen, ein Luftzug, gerade im Sommer. Und dann sind wir, Markus Söder, bei der ganz banalen Frage, gibt es die Maskenpflicht deshalb, ich stelle die Frage, gibt es die Maskenpflicht deshalb in Deutschland nicht, weil wir keine haben? Ist es deshalb nur eine Empfehlung geworden gestern? Naja, also es gab Bundesländer, die das ziemlich vehement abgelehnt haben. Das ist auch einer der kleinen Unterschiede. In Nordrhein-Westfalen war man sehr zurückhaltend bei dem Thema. Wir waren offener. Denn es ist ja auch so, dass wir auf der einen Seite, in der Tat, da haben Sie recht, beim medizinischen Personal sehr kämpfen müssen, dass wir die Versorgung gewährleisten. Wir sind da jetzt besser aufgestellt, haben sich alle Mühe gegeben, auf einem international schwierigen Markt, aber auch einem heimischen, jetzt endlich die Produktionskapazitäten zusammenzuspannen. Deswegen ist das dem medizinischen Personal vorbehalten. Aber die sogenannten Community-Masken, da entsteht auch viel. Schauen Sie, ich bekomme Masken zugeschickt in unterschiedlicher Form aus der Bevölkerung, hervorragende. Da gibt es so tolle Ideen an modischen Sachen, die es jetzt alles gibt. Ja, natürlich, und es wird auch gehen. Deswegen haben wir auch gesagt, es gehört zu einer Hygienemaßnahme dazu, wie Herr Professor Drosten es völlig zu Recht hat, dass das Unternehmen, dass man es im ÖPNV, dass man es da auch als Sollvorschrift auch macht. Und ich bin auch ganz sicher, das wird jetzt entsprechend kommen. Es ist nicht so, dass da alle gezögert haben. Frau Schwesig beispielsweise und ich sind da die Protagonisten gewesen. Andere haben gesagt, nee, das braucht es jetzt nicht. Aber manches dauert auch ein bisschen, weil es ja auch so ist, wenn ich das sagen darf, so wie es auch die beiden Wissenschaftler gesagt haben, wir entwickeln uns ja auch täglich weiter. Manche Empfehlungen zu Beginn werden über neues Wissen über das Virus eben weiterentwickelt. So ist es da an der Stelle auch. Ich glaube, dass jeder das Maximale an Idee, an Einsatz bringt, um dieser Krise Herr zu werden. Und insofern trotzdem die Frage, Ranga Yogeshwar, hat die Politik die Zeit, die ja jetzt schon vergangen ist, also die 4 Wochen jetzt hinter uns, 5 Wochen in manchen Regionen, die waren hart. Hat die Politik diese Zeit gut genutzt? Teilweise vielleicht ja, aber teilweise finde ich auch nicht. Ich meine, wenn man diese Diskussion verfolgt, dann reden wir eigentlich über Aspekte, und das waren die Register, die man auch im Mittelalter hatte. Also Quarantäne, Kontaktminimierung, Masken. Ja? Masken wurden auch im Zeitalter der Pest thematisiert. Aber wir leben im Jahr 2020. Wir leben in einer Zeit, bei der wir eine völlig neue Qualität von Informationsverarbeitung haben. In einer Zeit, wo wir intelligent und schnell sein könnten. Und ich bedauere, dass wir diese Register, die viel effektiver sind im Kampf gegen dieses Virus als jetzt Maskenpflicht, ja oder nein, überhaupt nicht genug nutzen. Also das fängt ganz einfach an. Es fängt an schon bei, ich sag mal, dem Alltag, ja, wenn Menschen getestet werden. Wenn man wirklich mal mit Medizinern, wenn man mit, ich habe mit Nina Weikert gesprochen, die leitet hier in Berlin das große Labor, Christian Drosten, ja, von der Charité ist da angedockt und andere. Und die sagt ganz klar, wir haben eine Situation, bei der immer noch zum Beispiel Faxe an Gesundheitsämter gehen, bei denen Menschen getestet werden und sie wissen nicht, wo es hingeht. Und siehe da, da hat man jetzt eine Initiative geschafft, gemeinsam mit ADA, das ist eine Software-Company hier in Berlin. Und jetzt geht es darum, dass, wenn ein Patient da ist, dass er sein Smartphone mitnimmt und so ähnlich wie bei der Paketzustellung danach auch verfolgen kann, gut, wo bin ich dran? Und er wird auch informiert. Also das ist was ganz Einfaches. Und natürlich die App nach wie vor ist etwas, was Dann zentral ist. Dann reden wir genau darüber. Ja. Wir sind immer wieder bei der großen Frage, wie kommen wir zu substanzielleren Daten? Und es ist jetzt von allen angesprochen. Und jetzt fragen wir mal, sind das begründete Hoffnungen, die auf dem Smartphone liegen? Und wie weit sind wir damit? Mit einer App und aktivierter Bluetooth-Funktion will man Infektionsketten verfolgen und kappen. So wie bereits erfolgreich in Südkorea und Singapur. Für Deutschland strebt das RKI aber eine abgespeckte und strikt anonyme Variante an. Kommen sich Menschen näher, erkennen sich die Handys und tauschen anonyme Identifikationsnummern aus. Wird dann ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet, löst das einen Alarm aus. Alle App-Nutzer, die intensiven Kontakt mit der infizierten Person hatten, werden über Handy gewarnt.
Das alles rettet in Deutschland Menschenleben. Und das ist eins von vielen Werkzeugen. In Berlin simulierten Bundeswehrsoldaten die App-Nutzung. Ziel? Eine rasche Massentauglichkeit. Noch aber hat das federführende Fraunhofer-Institut keinen Starttermin bekannt gegeben. Rang hat zwei Fragen. Wie lange wird es noch dauern? Und ist der Erfolg der Südostasiaten nicht genau dadurch zu erklären, dass sie viel disziplinierter sind und dass sie auf unseren Datenschutz pfeifen? Na, zuerst einmal fangen wir mal mit dem Datenschutz an. Also ich bin, glaube ich, wirklich einer, der sich auch in der Vergangenheit sehr engagiert für Datenschutz ausgesprochen hat. Gerade einen Preis bekommen. Aber ich glaube, wir stehen heute ein bisschen da wie die Feuerwehr, die einen Brand löscht. Und wenn die Feuerwehr plötzlich vorgeschrieben bekommt, dass der Schlauch aber nur so und so dünn sein darf und nicht so viel Wasser dadurch geht, wäre das absurd. Und das ist die Situation, die ich zumindest heute erlebe. Also mir werden Bürgerrechte auf der einen Seite weggezogen und auf der anderen Seite nutzen wir nicht das Potenzial, was wir nutzen könnten. Wenn man sich die Apps anschaut, ich habe einen Prototypen, der ist vom Max-Planck-Institut heute, also der wird morgen freigeschaltet, wo es darum geht, klüger zu sein. Also es geht nicht nur darum, mit einer App zu registrieren, war ich nun in der Nähe eines Infizierten, sondern Daten zum Beispiel zu erheben. Das heißt, wenn Menschen jeden Tag sagen, wie sind meine Symptome, also fühle ich mich gut oder schlecht, dann sammle ich diese Daten und ich sammle über sie über die Zeit. Was sind die Vorteile? Der erste Vorteil ist, dass ich zuerst einmal erkenne, gibt es typische Muster, auch Clusterungen, die möglicherweise darauf sprechen, oh, diese Person wird möglicherweise an Corona erkranken, der sollte besser getestet werden. Das Zweite ist, wir haben die große Chance damit, sehr viel früher im Grunde genommen Leute zu warnen. Es gibt, wenn man sich zum Beispiel die Wissenschaftler in Oxford anschaut, Luca Ferretti, der einfach mal gezeigt hat, was der Unterschied ist, wenn man schnell ist. Also ich möchte nicht eine App haben, die wartet, bis am Ende das Fax vom Gesundheitsamt kommt, sondern die vorher aktiv wird, damit auf die Art und Weise eine Infektionszahl gedrückt wird. Und der dritte Aspekt für mich ist vielleicht ein globaler. Wir reden hier von einer globalen Krise. In Deutschland sind wir medizinisch gut aufgestellt. Was machen eigentlich ärmere Länder? In vielen ärmeren Ländern gibt es Smartphones. Und so eine App wäre zumindest eine Chance, auch den Ländern zu helfen. Also ich sage, da müssen wir Volldampf reingeben. Volldampf. Wohnt die Rettung also in der Westentasche, Christian Lindner? Das ist zumindest ein Teil der Lösung. Wir werden nicht jetzt alles mit digitalen Instrumenten bewältigen können, was mit dem Virus zusammenhängt. Aber wir müssen eben alle intelligenten Möglichkeiten nutzen, um, ich unterstreiche das nochmal, über lange Zeit mit dieser Pandemie leben zu können. Und leben heißt eben auch, sich bewegen können, dass die Wirtschaft funktioniert, dass im Bildungsbereich es nicht allzu viele Verlierer gibt aus der Situation. Zwei Gedanken zu dem, was Ranga Yogeshwar gesagt hat. Der erste ist, ich weiß, dass es anders gemeint ist, aber mir ist dennoch in dieser Gegenwart wichtig, das mal zu unterstreichen. Viele sind wegen des edlen Zwecks des Gesundheitsschutzes momentan sehr schnell dabei, Fragen der Gewaltenteilung, der Grundrechte unserer Verfassung so zu relativieren. Wie gesagt, ich spreche dich nicht persönlich an. Ich halte das für gefährlich. Es zeigt ja, wenn man nur einen guten Zweck hat, ist man schnell bereit, auch bestimmte Garantien für den Einzelnen aufzugeben. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen gar nicht am Datenschutz schrauben. Sondern unser Datenschutz würde absolut erlauben, dass wir digitale Möglichkeiten nutzen, um erstens Infektionsketten erkennbar zu machen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Warum gibt es diese App bei uns nicht? Aus der Startup-Community erreichen mich ganz viele Beschwerden von Codern, Ingenieuren, die da gerne helfen wollten. Die sagen, wir finden keinen Ansprechpartner, werden abgewimmelt. Und das Zweite ist, ich hätte gerne eine App, in der ich meine Herzfrequenz über meine Sportuhr und meinetwegen meine Körpertemperatur und so weiter eingeben kann. Und dann wird mein Gesundheitsgeschehen für mich dargestellt
Und möglicherweise gibt es eine Warnung, Achtung, hier hat sich etwas verändert in der letzten Zeit, lass dich bitte testen. Mhm. Und da wäre ich auch bereit, diese Daten anonym zu teilen, damit insgesamt in der Bevölkerung geschaut werden kann, welche künstliche Intelligenz vielleicht, klar, welche Korrelationen gibt es. Warum haben wir das alles nicht im Jahr 2020 in Deutschland? Meine Antwort, weil leider wir innerhalb der Regierungen und der Verwaltungen an vielen Stellen keine zentrale Koordination von Digitalisierungsaufgaben haben. Und genau auch ganz konkret in dieser Hinsicht. Glauben Sie, Frau Hoffmann, dass diese App freiwillig bleiben wird? Oder wird es einen sozialen Druck geben, die zu nutzen? Und weiß der Spiegel, wann wir endlich die App haben? Das weiß ich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es freiwillig bleiben wird. Ich glaube, das ist überzeugend und letztlich mit unserer gesellschaftlichen und politischen Kultur am besten zu vereinbaren. Und ich gehe aber auch davon aus, dass es eine hohe Akzeptanz haben wird, dass sehr viele Leute das nutzen werden und dass es deshalb auch nicht nötig sein wird, das zur Verpflichtung zu machen. Und ich teile nicht so ganz, was Herr Linder sagt, dass wir jetzt in Deutschland unmittelbar eine Gefahr haben, dass aus diesen Notfallmaßnahmen eine Gefahr für eine Demokratie oder Freiheitsrechte entsteht. Aber wir sehen ja in anderen Ländern, dass das durchaus der Fall ist, auch in Europa, in Polen und Ungarn, aber jetzt auch in den USA. Also das natürlich. Man muss achtsam bleiben. Professor Drosten, sind die Hoffnungen auf diese App begründet und berechtigt? Dann nicken Sie, Sie haben es auch schon gesagt. Ist nicht der nächste logische Schritt, dass dann im Nachhinein natürlich eine Infrastruktur funktionieren muss? Dann müssen die Gesundheitsämter, die gerade noch die Faxe geschickt haben, ja in der Lage sein, all die gemeldeten Daten zu verarbeiten und gegebenenfalls all den roten Karten, die manche Bürger da bekommen haben, auch nachzugehen. Mhm. Ist die da? Diese Infrastruktur, naja, also, schaffen die das? Ich denke, es wird eine Einführungsphase geben müssen, die eine Kombination ist aus der Nutzung von solchen elektronischen Hilfen und dann aber auch einem Faktor Mensch, der auch in den Gesundheitsämtern angesiedelt ist und vielleicht auch noch an anderen Stellen, an bestimmten Schnittstellen, wo es vielleicht auch noch nicht so leicht ist, solche Informationen weiterzugeben und daraus auch Handlungen hervorgehen zu lassen. Da muss man natürlich mit einer gewissen Workforce, die jetzt also ganz schnell auch eingestellt wird in einigen Gesundheitsämtern, komplementär arbeiten. Also es wird sicherlich eine Phase geben, wo es beides gibt und wo man dann so einzelne Aspekte dann an solche elektronischen Ansätze überhändigt. Mhm. Ja. Markus Söder, weiß München, weiß der Ministerpräsident von Bayern, wann Deutschland diese App hat? Ja, ich hoffe bald. Wir haben ja lange überlegt, machen wir eine nationale App, machen wir eine regionale. Aber ich teile die Auffassung, dass wir eine nationale dazu brauchen. Allerdings möchte ich auch sagen, ich glaube, das ist machbar. Und ich habe auch keine Sorge, dass man dazu jetzt irgendwelche Grundrechte einschränken muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass das freiwillig gut funktioniert. Wie übrigens alle Maßnahmen ja fast täglich überprüft werden von den Gerichten, von den Verfassungsgerichtshöfen in den Ländern, bei uns, vom Bundesverfassungsgericht. Und wir überall das jeweilige grüne Licht bekommen haben, dass diese phasenweise Entscheidung richtig war. Aber eines möchte ich schon auch sagen. Es kommt so ein bisschen bei dieser App-Debatte raus, dass unsere Gesundheitsämter von vorgestern sind, dass Sie die alle die zu wenig vielleicht machen gelobt würden und nur auf Faxen sitzen würden. Ja, ich möchte aber alle meine Lanze dafür brechen. Ich finde, da wird so viel geleistet und dass es uns besser geht als anderswo. Das hat schon mit hervorragenden Ideen in der Wissenschaft zu tun. Das hat auch was mit dem Gesundheitssystem zu tun, das ja gerne auch beklagt wird und immer gern kritisiert wird. Das hat aber auch was damit zu tun, dass der öffentliche Gesundheitsdienst doch viel, viel besser funktioniert als in allen anderen Ländern. Und natürlich kann man mehr machen und wir werden auch mehr machen. Wir jetzt ganz besonders machen, aber alle Bundesländer. Aber auch mal an der Stelle ein Dankeschön an diejenigen, die auch mit so einer Situation noch nie konfrontiert waren und in dieser Zeit echt tolle Arbeit leisten. Wir müssen. Ein Dankeschön, wenn ich das sagen darf, teil das. Ein Dankeschön sollte es nicht bleiben, sondern diejenigen, die jetzt mit viel Engagement dabei sind, Organisationsdefizite auszugleichen, denen müssen wir doch zusagen, dass zukünftig die besten Materialien zur Verfügung stehen. Ich zum Beispiel habe über lange Zeit nicht verstehen können, dass Menschen in der Altenpflege alleingelassen werden, nicht Schutzausrüstung haben. Die machen trotzdem natürlich ihren Job und da sind wir zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Wir in der Politik, egal wo wir Verantwortung tragen, haben dann aber auch die politisch wie moralische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alle mit dem besten verfügbaren Material
der besten Technik ausgestattet werden. Und da sind so wir wie in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Ja, da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Herr Söder, wir wollen und müssen ganz rasch noch über die Schulen reden. Nordrhein-Westfalen will die besonders schnell öffnen, Sie nicht. Glauben Sie, dass mit auch da einer Differenzierung, mal freundlich gesagt, zwischen den Bundesländern tatsächlich auch soziale Unterschiede bei den Kindern einfach wachsen werden in der Krise? Also die Gefahr besteht natürlich, wobei man eines sagen muss, die Lehrerverbände haben ausdrücklich vor so einem Kaltstart nach den Ferien gewarnt, ausdrücklich. Deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, weil wir mit den Lehrerinnen und Lehrern das zusammen machen wollen und nicht gegen oder ohne sie, starten wir zeitversetzt, starten wir erst mit den Prüfungen, da waren sich eigentlich alle Länder einig, und dann erst in bestimmten Phasen. Die Kultusminister müssen ja auch Vorschläge machen, was aber jederzeit machbar ist, mit zeitversetzt, nur bestimmte Klassenzimmer nutzen, nur die Hälfte an Klassen beispielsweise, keine klassischen Pausensituationen auf Kernfächer, reduzierte Unterricht. Wir werden in Bayern zum Beispiel auch klar machen, dass wir kein Sitzenbleiben wegen Corona wollen, weil es kann nicht sein, dass, weil Unterricht ausgefallen ist, niemand die Chance bekommt, sich vielleicht doch noch auf den letzten Metern in das neue Schuljahr zu kämpfen. Also wir müssen da sehr kreativ und innovativ sein. Aber wir haben zum Beispiel gemerkt, dass mit dem ersten Schritt der Schulen es eine deutliche Reduktion der Infektionszahlen gegeben hat. Und deswegen muss man das sehr vorsichtig machen. Mhm. Für uns geht jetzt das sehr parallel zwischen auf der einen Seite ganz langsam in den Schulen zu beginnen, ja, mit pädagogischen Konzepten, mit dem weiteren Ausbau des Homeschoolings und parallel dazu die Notfallbetreuung gerade für Grundschulen und für Kitas deutlich auszubauen. Bei uns beispielsweise ist es so, dass viele die Plätze, die wir zur Verfügung gestellt haben, noch gar nicht so genutzt haben. Insofern bauen wir das, was da ist, sogar noch aus, weil wir tatsächlich den Eltern eine Möglichkeit geben wollen, auch Beruf und auch die Kindererziehung so gut wie möglich zu machen. Aber Sie haben recht, wir müssen da noch nacharbeiten, damit die sozialen Unterschiede an der Stelle nicht so groß werden. Deswegen werden wir auch bei dem Thema Homeschooling ein Stück stärker das noch prägen und präzisieren. So, und damit sind wir wieder bei Christian Lindner. Wir alle sind ja auch alltagserfahren und wissen, dass in den Schulen nicht mal Seife, Handtücher und ordentliche Toiletten sind. Wie soll das funktionieren? Soll das jetzt alles? Frau Illner, in Bayern schon. In Bayern gibt es natürlich Seifen, natürlich. Da sind die alle frisch gewaschen. Wie soll das funktionieren? Muss jetzt der arme Schulleiter festlegen, welche Lehrer gesund sind und welche nicht und wo er Seife kaufen kann? Einen Schritt noch zurück, Frau Illner. Ich glaube, wir haben jetzt hier gerade ein Beispiel gesehen, wo der Föderalismus in Deutschland auch differenzierte Antworten erfordert und möglich macht. Und da ist es sogar gut, wenn man unterschiedlich... Ja, es ist eben so, dass Bayern andere Schulferien hat als Nordrhein-Westfalen. Das ist schon mal logisch. Das heißt, die Prüfungen finden zu einem anderen Zeitpunkt statt in Passau als in Düsseldorf. Also ist auch die Herausforderung für die regionale Schulpolitik eine andere. Übrigens, auch das Infektionsgeschehen in Deutschland ist ja stark unterschiedlich regional geprägt. Ja. Wir haben Regionen, wenn ich sehe, gegenwärtig, da sind wir bei 0,8, andere bei 1,1, 1,2. Und da wird es auch in der Zukunft gegebenenfalls einmal notwendig sein, Maßnahmen regional zu verschärfen. Auch gegenüber dem, was wir jetzt an Status quo haben, vielleicht noch schärfer zu werden in Hotspots. Jetzt zu der Frage, natürlich müssen die Schulen vorbereitet sein, sie brauchen eine Vorbereitungszeit. Markus Söder hat ja eine Reihe von Maßnahmen auch zutreffend aufgezählt. Schichtbetrieb, wie in der Montagehalle, größere Gruppen und Abstände, übrigens auch Masken, nicht alle Jahrgänge zugleich, Kernfächer, selbstverständlich. Ältere Lehrkräfte oder mit Vorerkrankungen, die können nicht in den Dienst zurückkehren. Digitalisierung auch von Bildungsinhalten. Aber notwendig ist schon, dass es irgendwann geordnet losgeht. Denn ich weise darauf hin, dass die Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen, natürlich nicht zurückkehren können an den Arbeitsplatz. Über die Prüfungsfrage und Bildungsverlierer ist ja auch bereits gesprochen worden. Eine der Lösungen ist, machen wir so in Nordrhein-Westfalen, ich sage wir, weil wir dort ja die Regierung mitstellen und die Schulministerin ja auch meiner Partei angehört, in der nächsten Woche gibt es die Möglichkeit, freiwillig in die Schule zu kommen für die Abiturienten. Mhm. Wer sich zu Hause vorbereiten will, kann das zu Hause tun. Okay. Und ansonsten erfolgt das auf freiwilliger Basis in der Schule.
unter Beachtung der Hygienemaßnahmen zum Schutz. So, das macht Nordrhein-Westfalen so und Bayern anders. Ranga Yogeshwar, festgelegt ist, dass jetzt erstmal die größeren Kinder in die Schule sollen, weil die Hygienevorschriften besser einhalten können. Die Leopoldina hat das glatte Gegenteil empfohlen. Was sagt Vater Ranga Yogeshwar? 4 Kinder, große erwachsene Kinder. Ist das jetzt die schlauere Maßnahme zu sagen, wir fangen mal mit den Großen an? Ja, ich glaube, sie ist aus 3 Gründen schlauer. Das erste ist, dass einfach von der Disziplin her im Grunde genommen das bei Älteren durchaus möglich ist, bei Jüngeren nicht. Das zweite ist, dass es da natürlich auch junge Menschen gibt, die an der Schwelle zu einem neuen Kapitel stehen, sprich Abitur oder einen Abschluss machen. Das heißt, die müssen natürlich auch die Chance bekommen, nicht durch Corona ausgebremst zu werden. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist, und den werden alle Eltern, die kleine Kinder haben, nachvollziehen. Wenn man kleine Kinder hat als Eltern, die zuerst in die Kita gehen, dann wissen alle Eltern, dass sie monatelang sozusagen jeden Infekt mit nach Hause bringen. Das sind sozusagen wunderbare Verteilstellen für alles. Und da ist ehrlich gesagt meine Sorge, dass wir aufpassen müssen, dass das Wichtigste, was wir haben, sind Kinder, aber dass wir nicht Schulen zu Superspreadern machen von diesem Virus. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch in Deutschland besonders noch Gedanken für die Lehrer, denn wir haben eine Altersverteilung bei Lehrern, wenn man sich die anschaut, wo ein Teil davon tatsächlich eher Richtung Risikogruppe tendiert. 20%. Und sich einfach mal psychologisch vorzustellen, wie das auch für diese älteren Menschen ist, jeden Tag exponiert zu sein mit vielen Kindern, die, ja, das ist nicht ganz trivial. Alles ist kompliziert, Frau Hoffmann. Genau. Man kann jetzt natürlich genauso argumentieren, wie die Dänen es machen. Es ist super wichtig, gerade die jüngeren Kinder und die Kitas wieder zu öffnen, damit die Eltern mit Kindern tatsächlich auch wieder arbeiten können, wenn es denn eine solche Lockerung gibt. Denken Sie, dass es aushaltbar ist, dass jetzt Kitas und kleinere Klassen, jüngere Klassen bis zum August warten? Ich denke, ja, ich bin da sehr bei Herrn Yogeshwar. Ich glaube, wenn wir diese Abwägung haben, auf der einen Seite Gesundheit, dann Bildung, Kinderbetreuung und die Wirtschaft, dann sind meiner Ansicht nach Gesundheit und Wirtschaft doch die wichtigeren Aspekte und eine längere Zeit, wo man sich die Kinderbetreuung ja aufteilt, auch oft und sehr oft unter 2 Partnern, doch eher zumutbar als, wir machen ja eine Abwägung zwischen geringerem Übel, dann ist das, glaube ich, das geringere Übel. Ich würde gerne noch 2 Punkte machen. Das eine ist der Föderalismus. Also, dass immer wieder dieses negative Bild vom Flickenteppich bemüht wird, das halte ich für ganz schädlich und wirklich falsch, sondern wir bräuchten, ein Flickenteppich ist gut, weil er diese Flexibilität zeigt. Aber genau das hat er gerade gesagt. Ja, genau. Und das andere ist, die große Angst davor, nochmal Maßnahmen wieder rückgängig machen zu müssen, die halte ich auch für falsch. Und das muss auch ganz anders kommuniziert werden. Es muss gesagt werden, wir wissen es nicht. Und es kann sein, dass in einigen Wochen wir Dinge wieder rückgängig machen müssen. Stellen Sie sich darauf ein. Absolut. Anstatt jetzt zu sagen, wir machen Dinge nicht aus Angst, weil wir auf keinen Fall jemals etwas wieder zurücknehmen wollen. Das ist kommunikativ falsch und in der Sache falsch. Wir sind wieder bei der Virologie. Herr Drosten, was weiß man, wie sehr Schulen eigentlich auch mit ein Auslöser von Infektionen sein kann, wie sehr also ausgerechnet Schulen, egal welchen Alters, da im Grunde in dieser Pandemie, in der Seuche besonders Spreader sein können, also dafür sorgen können, dass es eine Infektion gibt. Ja, bei der Influenza können die das. Bei dieser Erkrankung wissen wir viel zu wenig. Das gehört also hier zu den Bereichen, wo wir einfach zu wenig wissen. Das geht schon damit los, dass wir zu wenig darüber wissen, in welcher Form Kinder infiziert sind. Also wir wissen, die werden infiziert, ganz klar. Also da gibt es gute Berichte aus China. Wir wissen auch, die haben weniger Symptome. Was wir nicht unbedingt wissen, ist, ob sie auch in geringerer Rate infiziert werden. Also ob es pro 100 Kindern versus pro 100 Erwachsenen vielleicht weniger Infektionen gibt. Und das in einem normalen Kontext, also sagen wir mal in einem Familien- oder Haushaltskontext. Und was wir auch nicht wissen, ist, wie jetzt die Schule an sich dann beiträgt zur Amplifikation. Also selbst wenn Kinder natürlich wenig Virus ausscheiden sollten, wenn sie weniger infiziert werden sollten, was wir im Moment nicht wissen, dann sind aber ja in einer Schule sehr viele Kinder sehr dicht beieinander, auch über längere Zeiten in so einer Klasse.
Das könnte das alles wieder kompensieren. Und dann hätte man eben doch die Schulen als wirkliche Motoren der Virusübertragung in der Gesellschaft. Wir wissen das alles nicht so richtig. Wie haben Sie zitiert mit dem Satz, dass immer noch ein Hauptspot sozusagen das familiäre Umfeld ist in Bezug auf die Infektion? Kein Kind möchte natürlich in Anführungsstrichen schuld daran sein, dass sich die Eltern jetzt infizieren und gegebenenfalls auch daran erkranken. Was tut man da klugerweise? Wir haben ja hier im Moment eine Situation, dass kein Schulbetrieb ist, sodass jetzt im Moment natürlich in der Familie vor allem übertragen wird. Aber das kann sich dann natürlich ändern. Also wenn jetzt Schulen wieder geöffnet werden, da muss man wahrscheinlich auch noch mal differenzieren zwischen älteren Kindern, die eigentlich ja also fast erwachsen sind, und dann eben gerade jüngeren Kindern, auch Kita-Kindern. Da weiß man noch weniger. Man weiß nicht, ob das hier so ist wie bei der Influenza, dass man da eine Überbetonung der Infektionsrate in diesen Altersgruppen hat, oder ob es nicht doch so ist, dass zum Beispiel bei der MERS-Infektion ist das anscheinend so, dass wirklich Kinder weniger infiziert werden. Warum auch immer das so ist, das ist ein ganz anderer Kulturkreis. Das spielt sich ja alles vor allem im Mittleren Osten ab. Wir wissen zu wenig, wir müssen darüber mehr Forschung machen. Sie haben an vielen Stellen, und deshalb ist es auch so schön, Ihnen zuzuhören, immer wieder deutlich gemacht, wo Erkenntniszugewinne waren, was man alles vorher falsch eingeschätzt hat und jetzt besser weiß. Wo haben wir uns noch getäuscht? Wissen wir heute zum Beispiel mehr über die Letalität? Wie hoch wird die Sterberate in Bezug auf das Virus sein? Wissen wir mehr über diese Hintergrundimmunität, von der Sie sprachen? Dass manche Menschen eben offensichtlich das Virus körperlich verarbeiten und dann wieder an den Start können? Also es gibt viele solche Rätsel. Also eins haben Sie jetzt gerade angesprochen, wir wissen nicht ganz genau, warum das eigentlich so ist, dass nicht alle im Haushalt sofort infiziert werden. Also es ist gerade eine große Haushaltsstudie aus China rausgekommen. Das ist schon interessant, was man da sieht, dass die sekundäre Attack Rate, wie man das nennt, also die Rate von denen, die sich infizieren, nachdem ein Indexfall in der Familie ist, ein bekannt Infizierter, die ist nicht 3/4 oder 80% oder 90%, sondern die liegt irgendwo im Bereich von 15%. Warum ist das so? Da sind Zufälle dabei, da sind sicherlich jeweils auch Maßnahmen dabei, dass man versucht, sich voneinander fernzuhalten. Aber in so einem Haushaltskontext, da fragt man sich eben schon, ob nicht doch eine gewisse bisher unerkannte Immunität auch vorliegt in einem Teil der Bevölkerung, zum Beispiel durch die Erkältungs-Coronaviren vermittelt. Das lässt sich nur schwer in Labortesten messen. Da wird aber sicherlich in nächster Zeit auch Neues an Daten rauskommen. Ich kann dazu gleich sagen, selbst wenn da so eine Erkenntnis reifen sollte, wird das nicht dazu führen, dass man jetzt im Nachhinein sagt, die jetzigen Maßnahmen waren falsch. Das wird dann eher dazu führen, dass bei dieser jetzigen Strategie, diese Kurve abzuflachen, dann die Kurve nicht ganz so lang ausläuft in die Zeit, sondern vorher enden wird. Das ist so ein Effekt, also diese unbekannte Immunität. Bei der Letalität, da muss man unterscheiden zwischen Fall- und Infektionssterblichkeit. Da gab es ja jetzt dann auch die Daten aus der Gangl-Studie, wo gesagt wurde, das ist viel geringer, als man bis jetzt dachte. Ich glaube auch... Von Professor Streeck. Genau, von Hendrik Streeck. Ich bin mit dem auch in Kontakt, ist ja ein Kollege von mir. Ich glaube auch, dass man da sehr interessante Dinge aus dieser Studie raussehen wird. Es war natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt so in so einem vorläufigen Status alles kommuniziert wurde. Als Zwischenergebnis schon kommuniziert wurde? Mit so wenig Hintergrundinformationen. Aber insgesamt ist das sicherlich eine extrem solide, robuste Studie, die ich da auch erwarte. Also der Hendrik hat mir da auch so ein paar erste Einblicke mal gezeigt in die Daten. Das ist richtig interessant. Es ist aber natürlich eine Hochprävalenzsituation, also eine ganz ausnahmsweise aufgetauchte Situation, die nicht für Deutschland... Weil Gangl eben so hoch betroffen war. Richtig, genau. Das haben die Kollegen aus Bonn auch dazu gesagt, dass das nicht für Deutschland repräsentativ ist. Und man hat da einfach unheimlich viel Infektionsgeschehen. Und mein Gefühl, wenn ich die Daten aber anschaue, und ich will da jetzt keine Details sagen, das müssen also die Kollegen wirklich selber aufarbeiten und dann eben auch präsentieren, ist aber, dass wir da eben keine Überraschung erleben werden, was die Infektionssterblichkeit angeht. Ich denke, die Zahl, die da rauskommt, ist die Zahl, mit der wir die ganze Zeit schon arbeiten. 0,4, 0,5. Ja, ich hatte mal einen Schätzungsbereich von 0,3 bis 0,7 genannt. Die großen epidemiologischen Modellierer
haben gearbeitet mit Zahlen von 0,7, in einer Studie 0,9. Das sind jetzt alles nicht so Riesenunterschiede. Also wir werden da keinen ganz erhellenden Moment haben. Und wir werden auch nicht sehen, und das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Studie in Gangelt, sondern auch das, was ich aus dem Kollegenkreis höre, auch aus Ländern in Europa, wo mehr Infektionsgeschehen ist als in Deutschland, also zum Beispiel in England, in Holland. Aber auch das, was ich von Kollegen und von uns selber weiß, wenn man anfängt, jetzt Antikörpertests zu machen, man findet schon Antikörper, aber die liegen eben nicht in einem Bereich, wo man sagt, wir sind schon halb durch und wussten das nur nicht, ne, sondern das bewegt sich im niedrig einstelligen Bereich. Und auch da muss man mit den Tests ja noch wahnsinnig vorsichtig sein. Das also kommt diese, dazu. Ja. Diese 15%, die da in Gangelt ermittelt wurden, die sind eben nicht sofort noch mal doppelt getestet worden. Auch das werden die Kollegen da jetzt hoffentlich tun. Genau. Aber man weiß noch nicht hundertprozentig, ob die Antikörper eben auch schon präzise mit dem Antibody-Test. Also ich habe das Gefühl, dass die Bonner Kollegen da jetzt dabei sind, aus diesen Anfangsdaten jetzt eine sehr solide Studie zu machen. Mhm. Das wird extrem interessant werden. Nur eben mit keinen Riesenüberraschungen. Okay, ja. Schlussrunde bei uns, Ranga Yogeshwar. Expertenräte, das hat der aufmerksame Bürger jetzt auch alles verfolgt. Leopoldina und Helmholtz-Institut haben sich in Teilen wirklich widersprochen. Das wird zu einer großen Verunsicherung führen. Wie kann der Bürger, also gar nicht die Politik da entscheiden, sondern wie kann der Bürger da entscheiden, was eigentlich richtig ist und was falsch? Also zunächst muss ich einfach sagen, wir haben tolle Experten. Das ist super. Also ich habe sehr viel Kontakt über Wochen. Ich meine, hier sitzt ein großartiger Experte am Tisch, der regelmäßig sein Wissen teilt. Also wie toll sind die Leute da. Ich glaube, was wir viel stärker tun sollten, ist an einigen Stellen, das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen anders als zum Beispiel in Großbritannien. Ich habe heute Nachmittag mit einem Wissenschaftler gesprochen aus Oxford und der sagte mir, weißt du, bei uns ist es so, wir haben einen Call und die besten aktiven Wissenschaftler werden zusammengerufen. Mhm. In Deutschland ist es eher so ein bisschen der Präsident. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Das sind alles Leute, die ihre Meriten haben. Aber wir haben ein Riesenpotenzial an wirklich tollen Wissenschaftlern. Und zwar nicht nur im Bereich Virologie oder Epidemiologie, sondern eben auch im Bereich künstlicher Intelligenz. Und ich frage mich einfach, hey, nehmt die zusammen. Also weniger auf die Organisation gucken, sondern mehr auf wirklich die harten guten Wissenschaftler gucken. Würde ich mir auch sehr wünschen. Jeder sucht sich so seinen Virologen aus. Da folge ich dem Podcast und in der Bildzeitung gab es mal eine Abstimmung. Wem vertraut man jetzt am meisten? Wie wäre es, wir würden, widersprechen sich ja teilweise auch die Virologen untereinander, wie wäre es, wir würden Professor Drosten, Professor Streeck, RKI, Helmholtz, Herrn Krause, und so weiter. Also wir kommen auf viele inzwischen, die wir kennen aus den Medien. Die kommen zusammen und machen regelmäßig auf Wochenbasis eine gemeinsame Empfehlung an die Politik. Und mein Wunsch wäre dann weiter, dass zum Beispiel Bundesregierung und Landesregierung nicht erst in 14 Tagen wieder zusammenkommen, sondern angesichts der enormen Grundrechtseingriffe, die wir jetzt haben, im Grunde wöchentlich zusammenkommen wie gestern und beraten, was kann, was muss verändert werden. Mhm. Herr Söder, ist es in Ihren Augen eine gute Idee zu sagen, jetzt macht Braunschweig eine Studie, München macht eine Studie, Bonn macht eine Studie, und immer versuchen Ministerpräsidenten dann hässlich formuliert mit ihrem Lieblingsvirologen auch die eigene Linie zu begründen, wenn wir tatsächlich über so einen bundesweiten Expertenrat nachdenken? Ja, Leopoldina ist ja so ein Versuch. Also zunächst einmal glaube ich, dass auch hier der Föderalismus hilft. Denn es ist ja absurd zu glauben, dass die Wissenschaftler in Bonn, in München, in Braunschweig, in Berlin nicht vernetzt sind. Es ist ja nicht so, dass die im luftleeren Raum sind. Ich frage mich da, was da eine Vorstellung von Wissenschaft ist. Wissenschaft heute ist ja eine vernetzte Struktur. Da arbeiten ja Teams zusammen, nicht irgendein Professor in einem Labor, sondern die arbeiten ja untereinander und liefern sich jeweils wichtige Erkenntnisse. Der eine baut auf das andere auf. Und was ja Professor Drosten gesagt hat, ist doch das Entscheidende. Wir wissen an vielen Stellen noch nicht das, was wir wissen möchten, was wir von anderen Viren wissen. Und deswegen ist von Woche
Woche zu Woche. Christian Lindner, es ist nicht so, dass alle vier Wochen nur was passiert. Jede Landesregierung, jeder Austausch ist Woche für Woche. Es wird Woche für Woche gewogen, überlegt, was der richtige Weg ist. Aufgrund von Expertenrat, aber letztlich auch in der Verantwortung zu entscheiden, wie diese Abwägung in der Verhältnismäßigkeit stattfindet. Und meine feste Überzeugung ist, für die Tatsache, dass wir eigentlich fast nichts wussten, für die Tatsache, dass wir uns jede Woche weiterentwickeln müssen, hat Deutschland, die deutsche Politik, und da stimme ich alle mit ein, auch die Opposition, hat insgesamt einen bislang sehr ordentlichen Job gemacht. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir durch diese Krise weiter so umsichtig kommen, wie wir es bislang getan haben. Und zu Umsicht gehört halt auch Vorsicht an der Stelle. Wenn man wenig weiß, dann soll man nichts überstürzen. Ich würde diesen Ratschlag, in der Ruhe liegt die Kraft, eigentlich gemeinschaftlich fortsetzen. Frau Hoffmann, interessanterweise sind die Bürger ja auch sehr vorsichtig. Es gibt jetzt nicht nur in Bayern, Herr Söder wartet vielleicht darauf, dass ich noch mal die Zustimmungswerte der Bayern zu der bayerischen Landesregierung sage. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen in diesem Land gut finden, was die Regierung gerade tut. Wird es dabei bleiben und wie groß ist die Gefahr, dass viele eben denken, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen mutig und waghalsig? Im Moment ist es sehr stabil, also auch die Zustimmungswerte zu den Regierungsparteien, das sehen wir ja, und wirklich das Einverständnis mit dem, was passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass die Geduld noch hält, aber natürlich ist das was langfristig sehr fragil sein kann, und in dem Moment, wo die Bevölkerung das Gefühl hat, da wird uns was zugemutet, was eigentlich nicht mehr angemessen ist, kann das politisch sehr gefährlich werden, das ist klar. Wir müssen hier einen Punkt machen. Ich darf mich bei den Gästen heute ganz herzlich bedanken. Danke auch nach München zu Markus Söder. Markus Lanz macht heute weiter, unter anderem mit, da ist die richtige Kamera, mit Bodo Ramelow und Julia Klöckner. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommenden Donnerstag wieder. Bitte bleiben Sie gesund. Tschüss, bye bye.